Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar den letzten Teil von meinem The Edge Cosmetic Haul und dann habt ihr es geschafft. Genau. Ich hoffe, dass euch bis jetzt die ganzen Teile soweit gut gefallen und dass ihr sagt, hey du, das und das möchte ich mir gerne kaufen. Du hast mich angefixt und da freue ich mich immer sehr, 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 wenn ich ein paar Mädels anfixen kann und inspirieren kann und ja, ich freue mich da immer sehr drauf, das wisst ihr. Und ja, genau, ich fange jetzt einfach mal an mit dem letzten kleinen Mini VH Cosmetic Haul. Warum ist jetzt meine Kamera scharf? Hallo? Da ist sie. Da bin ich wieder. Und damit das so ein bisschen abklingt, ne? Warte mal eben ganz kurz. Und ja, damit man so ein bisschen die, ich mach mal hier ein bisschen Gegenlicht an, vielleicht klappt das jetzt. Irgendwie will meine Kamera gerade nicht wirklich auf mich hören, jetzt zum Schluss meines BH Cosmetic Hauls. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, damit das Ganze dann mal ein bisschen abklingt, die Augen sich ausruhen vor lauter Farben, werde ich jetzt noch zwei weitere Paletten und ja, Eyeshadow-Paletten zeigen und drei Gesichtsprodukte. Wir fangen einfach mal mit den Gesichtsprodukten an und zwar habe ich diese Palette hier gesehen. Und zwar ist das die Tulum-Palette. Das ist aus, das sind diese Travel Arrived Serien. Und da habe ich jetzt wie gesagt den Bronzer und Highlighter Palette. So sieht das Ganze aus. Ja, es ist sehr extrem. Aber wir nehmen jetzt die Farbe Crank Note. Es ist sehr dunkel, ja, aber ich mache es schon mal so, dass ich auch viele Produkte auch als Augenprodukt nehme. Paradise, den habe ich jetzt hier auf diesem Finger. Und Guantanamo ist dann hier dieses Schimmernde. Ist die untere Reihe. Die obere Reihe, da mache ich einmal schnell die. Wartet einmal. Zack. Kleinen Moment. So. So. Und die oben, also die hier, das Innere habe ich jetzt auch gerade gesehen, ist auch richtig schön gemacht. Follow the Dream Tenant in Tulum. Ja. Auf jeden Fall machen wir jetzt oben weiter. Yucatan. Das Schimmernde. In der Mitte El Castillo. Und das ganz außen Runas. Bunter Butter weich, also die oberen könnte ich jetzt so nehmen, da ein Teil von den unteren auch, aber wie gesagt, man muss nicht alles, was an Farben ist, was euch nicht so im Gesicht passt, wegschmeißen, sondern man kann sie auch zweckentfremden, wenn man möchte. So sieht dann halt die Highlighter Bronzer Palette aus. Dann habe ich hier noch diese neueren Paletten und zwar einmal Shade and Define 10 Color Contouring Palette. Die sieht so aus. Ein süßes Bananenpuder, die Schelle. Mache ich jetzt einfach mal hier so ein paar kleine Swatches. Ah, die sind nicht ganz so kräftig, was ich auch gut finde. Aber ist okay. Dann die Spotlight und Highlight Palette. Das sind 6 Color Illuminating Farben. Ah.
Wir haben keine Namen, wie ich hier sehe. Dann gehen wir jetzt einfach mal in welche rein. Peachy, da drunter. Und hier. Also das wird jetzt heute, glaube ich, ein relativ schnelles Video. So. Auch sehr, sehr schön pigmentiert. So, das sind jetzt halt diese Farben, die ich euch so ausgewählt habe, einigermaßen. Und das sind halt, wie gesagt, die ganz normalen Highlighter und die und Contouring Paletten, und das ist dann halt diese Travel Serie Arrived Serien, finde ich richtig, richtig cool. So, und dann kommen wir zum ganz, ganz guten Schluss. Wie gesagt, es wird ein ganz kurzes Sonntagsvideo. Und zwar die Travel Serie Arrive Paris 16 Color Eyeshadow Palette. Ja. Auch wunderschöne Farben, wie ich hier sehe. Da gehen wir jetzt einfach in die Farbe Arc de Triomphe. Und auf der anderen Seite in die Farbe Pantheon. Lila. Und hier gehen wir noch in einen Matten. Da gehen wir in die Farbe Pompidou. Genau. Da könnte ich mir auch vorstellen, in die Farbe Pompadour, mit diesem Liquid Eyeshadow reinzugehen und dann da drüber und dann, ja. Richtig schöne Töne, wie ich finde. Ich hoffe, ich kriege das alles morgen sehr gut weg, weil morgen, nee, nicht morgen, ich bin ja im Sonntagsvideo, sorry. Jetzt, wo ich gerade vordrehe, ist Freitag. Und ich meinte jetzt den nächsten Tag davon, sorry Leute. Ist nämlich eine Feier, das wollte ich nämlich sagen. Aber wir sind ja beim Sonntag, ne? Genau, ich drehe ja vor und ihr seht dann den Rest Sonntag. Es tut mir leid. Es ist, wenn ich aufgeregt bin und ich bin noch nicht so in dem Flow, ne? Mit zweimal in der Woche, aber ich kriege das schon irgendwie gebacken. So. So. Dann haben wir das. Und dann die letzte Palette für heute ist die Puerto Rico Palette. Genau, ist auch eine 16 Color Eyeshadow Palette. Und so sieht das aus. Genau. Dann gehen wir jetzt mal in die Farbe Coole Brisa, so orange. In die Farbe Kukui, auch so ein Orange mit Schimmer. In die Farbe Condado. Genau, das sind dann die Farben. Und so sieht der Swatch aus. Auch nicht schlecht, oder? Ja. Ja, meine Herzblätter. Ich hoffe, das war's mit meinen
Das war schon jede Menge an Zeigen und Staunen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen wenigstens gefallen. Ich hoffe, dass euch die Videos soweit gut gefallen. Schreibt mir bitte, was ihr vielleicht davon kaufen würdet. Und ja, vielleicht, wenn ich dann wieder neue Schminkkörbe mache, kann ich ja davon irgendwo noch ein Schminki machen. Ich muss mal gucken. Ja, schauen wir mal, ne? Aber erstmal muss ich, wie gesagt, mein Schminkkörbchen erstmal so weit hinbekommen, dass ich auch wenigstens ein bisschen was benutze. Vielleicht habe ich ja wieder Lust auf neue Schminkkörbe. Schauen wir mal. Und ja, ich hoffe, es hat euch allgemein gut gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!